Thank you.
character is just like the plot. Yeah. And then it just instantly sucks in anything else out. You know, it could still be whining at that. This one, you can consider this. Leute, 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 Lord Finesse und all die anderen. Ich habe Rivka gecoacht und ihm gesagt, was er machen soll. Es sieht direkt geil aus. Wie viel steht's? 1-0? Oh mein Gott, er hat ihn gleich. Oh nein, nein, nicht da, nicht, oh mein Gott. Nein, nicht attackieren, wenn er auf dem Boden ist. Das ist genau das, was ich gesagt habe, aber... Oh, dang. Es müsste 1-1 stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es steht 1-1. Ich bin mir nicht sicher. Ausrufezeichen 69 in den Chat.
Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es klappt irgendwie nicht. Was? Ausrufezeichen Fick? Ausrufezeichen 69. Was ist das denn? Wir haben eigentlich versucht. Ja, wir haben versucht. Achso. Wir haben versucht, dass das so. Rivka ist so geil, Mann. Mindestens 2-1 für Dennis. Bist du dir sicher? Ich meine. Okay, ich mach das mal und dann sehen wir nach dem Match. Wir sehen dann gleich weiter, wie es hier ausläuft. Aber sieht schon mal viel besser aus als der Winner Set. Oh mein Gott, let's fucking get it. Ich bin auf jeden Fall immer für Rivka. Immer. Einfach weil er der beste Mensch ist. Da hat er den Down-Tilt. Da ist auch ein Sterni genau im Bild. Das steht da richtig perfekt. Dieses Sterni. Na, ja, siehst du, da sage ich das. Da sage ich das. Ha? Hashtag Nordsponsor. Ich sag ja, da sollte man nicht angreifen, da wird man nämlich gedownsmashed. Jedes verfickte Scheißmal. Egal was du machst, ne? Greifst du nicht an, wenn sie auf dem Boden rumsteht und anhält. Greifst du an, wenn sie in der Luft ist. Irgendwann muss sie in die Luft gehen und dann geht's ab, Alter. Oder sowas. Das ist gut. Oh, das war eine Short Hop. Er lebt, du lebst, du lebst, du lebst on stage. Nein, mit dem besseren Winkel hat er gelebt. Glaube ich zumindest. Ja, da ist schon wieder genau das. Down Smash, Down Smash, Down Smash. Rivka auf der Plattform, Down Smash auf dem Boden. Warum macht man das? Ich weiß nicht so genau. Aber man sollte nicht den Down Smash machen. Das war ein Down Smash. Viel Down Smash. Und da muss Rivka lernen. Shield Stop, Wave Dash out of Shield, Punishen, Execute. Wieder angegriffen als Dennis. Da muss er sich Rivka noch mal ein bisschen das angucken. Weil das ist ein wichtiges Match. Du willst es nicht einfach so wegschmeißen, nur weil du nicht diszipliniert warst. Ist einfach so. Aber das sieht gut aus mit der Backhand. Backhand, Backhand, Backhand. Genau. Sie ist im Disadvantage. Kann versuchen mit der Backhand sie zu catchen. Oh mein Gott, er hat ihn. Naja, fair? Was? Was war das denn? Was war das denn? Aber sie lebt. Der Ninja lebt. Oh, die Becke. Oh, was war das denn? High Level. Das war eine kranke Appe. Ich verstehe nicht, wie die getroffen hat. Ah, geht auch da runter. Grab deinen Arsch. Dann Down Throw. Appe. Nein, nicht da reingehen, Bro. Einfach nicht da reingehen. Bitte nicht. Ein bisschen biases Commentary. Ich bin auch für Dennis. What? What? Oh mein Gott. Ja, Mann. Das ist es. Das ist das Game. Also mindestens Game 5, vielleicht 2-1 für Rivka. Ich weiß es nicht genau. Aber es wird schwer. Also ich frage mich, wenn es... Ja, okay, es kann schon sein, dass es 2-1 steht, ne? Aber eigentlich könnte es auch 2-1 für Rivka stehen, weil... Warum sollte Dennis nicht sofort hierher counterpicken? Das ist die Frage, die sich mir so stellt. Nein, machst du einfach. Warum sollte Dennis nicht sofort hier? Nein, 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 nicht da reinrennen. Da müssen noch mehr Needles auch in Neutral sein. Einmal Needle schmeißen, Alter. Fick sein Leben, ey, mit deinen scheiß Needles. Das hätte auch zum Famous werden können. Rivka geht halt gerne rein, Rivka move gerne, aber das sieht schon mal alles viel besser aus. Das kann er backhand, diese Höhe. Kann man backhand, kann man backhand, kann man abhand versuchen, ja. Ja, Mann. Und das ist es. Könnte fast der Stock sein. Nochmal genauso versuchen. Ja, Mann. Wow, interessant, Alter. Guck dich mal Rivka an. Rivka macht das jetzt ein bisschen. Er macht nicht mehr so diese immer zu draufhauen. Er wartet jetzt. Das ist so geil. Rivka ist so gut eigentlich. Damn, gutes Stuffing mehr von Dennis. Und das ist der Stock. Irgendwie hat er den Stock noch vorhin geholt. Aber er weift den nicht irgendwie Startstage? Also war. Weil ich glaube, dass Rivka das erste Match gewonnen hat, wenn ich nicht alles täuscht. Kann man, ich
Vielleicht, aber stimmt's? Wer weiß. Ich sag erstmal nichts. Wir werden gleich sehen, ob es das Game 5 war. Wenn Dennis gewinnt oder Rivka gewinnt und es vorbei ist. Wenn Dennis gewinnt und es nicht vorbei ist, wissen wir, was abgeht. Und wenn Rivka gewinnt, also ja, keine Ahnung, Alter. So läuft das hier. Ein X in den Chat und ein D, Leute. Es ist richtig knapp zwischen den beiden gerade. Oh mein Gott. Da ist der Grab. Da war der Grab. Da war der Schild draußen. Da muss man noch... Oh mein Gott, aber gutes Turn-up-Play. Oh, wichtiger Drop. Schade. Der war wichtig eigentlich, ne? Aber das ist es. Da muss man einmal runterhalten, Counterplay dagegen runterhalten, sich zum zweiten Mausbestritt treffen lassen, loslassen, dann fliegt man in die andere Richtung. Das ist den Counterplay. Ja, man, Plattform, auf einer Plattform engagen, auch immer schwierig. Da weiß man nicht, wie lang die Rolle ist. Das ist so ein Game Knowledge wieder. Es fehlt. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Es sind so Kleinigkeiten. Mal gucken, wie heute das noch weiterläuft. Ich versuche auf jeden Fall meine Streak zu halten. Es sieht gerade sehr danach aus, als würde Rivka trotzdem irgendwie... Aber was ist, wenn es nicht Game 5 ist, Leute? Was ist, wenn es nicht Game 5 ist? Rivka sieht so aus, als würde er noch kämpfen. Wenn es Game 5 wäre, hätte er nicht schon aufgegeben? Oh, das killt? Auf jeden Fall. Stell dir vor, Leute, das ist nicht Game 5 und Rivka hat noch so seinen Counterpick, Alter. Dann geht's komplett steil. Was ist das denn? Habt ihr die Needles gesehen? Any Imperfectors? Oh! Nein! Deckskill! Oh, der Run-Up. Raw Grab, da muss man noch einen Boost Cap. Da muss noch ein Boost Grab kommen, Alter. Aber nicht einfach Raw. Das ist doch, es war Game 5. War es Game 5? Es war Game 5.